Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade am Mittwochmorgen, einen wunderschönen. Wir haben, ihr seht es links oben, momentan nur zwei, warte, ich steige schon ein, dann sind wir nämlich zu dritt. Zwar haben wir einmal den BG Flo, einmal den Flipsy und dann haben wir auch noch einmal einen Bayern Playing. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht, gibt es auch auf YouTube. Und es ist mir schon nicht so besonders, wenn ich fahre. Nee. Ja, und das ist auf jeden Fall jetzt unser momentan drittes Mitglied, wenn wir wieder häckseln oder so weiter, damit die Sachen immer ein bisschen schneller gehen. Zweitens, wir haben einen neuen Traktor gekauft, der Arion ist weg. Kannst du einsteigen, wenn du magst? Kann man einsteigen? Oh, man kann einsteigen. Geil. Okay, ist ein Standard-Traktor, ne? Dann müsste es eigentlich funktionieren. Ja, auf jeden Fall einen neuen Case Puma, ich kann es gerade nicht lesen, warte. Puma 995, 158. Ja, okay. Ja, wie gesagt, der Arion ist weggekommen. 185er ist gekauft. Er fährt den Traktor, weiß ich. Okay, gut. Ja, auf jeden Fall, der Arion ist weggekommen und ist dieser Case da. Ich weiß gar nicht, PS-technisch hat er, glaube ich, ein... Anna mehr hat, glaube ich, ein bisschen weniger. Er hat 5 PS mehr als der Arion. Aber wenn man... Darf ich überfahren? Hilfe! Nee. Der Arion hat ja 220 und ja, 5 PS ist jetzt kein krasser Unterschied, ein bisschen mehr. Deswegen haben wir, glaube ich, auch ein bisschen weniger Geld. Wird gut möglich. So, warte mal. Für mich erstmal Radio einmal. So, da geht's weiter. Für mich heißt es jetzt auf jeden Fall erstmal Felder ansehen gehen. Gegült haben wir schon mal ein bisschen im Voraus. Das heißt, wir sind die. Warte, erstmal das Amazonegewicht ankuppeln. Oh Gott, da war Frontlader. Alles gut, hab ihn nicht gestreift, er steht noch. Zack. Oh Gott, nein, Rückwärtsgang. So. Frontgewicht, warte mal, jetzt muss ich erstmal nochmal die Lenkrad herklappen und Fenster auf hier. Hier ist schon wieder so eine Hitze drin. Momentan ist er zum Glück relativ angenehm mit 25 Grad. So, wo steht sie denn, die Horsch? Ich glaube, wir können noch mal ein bisschen unseren Mist mal wegbringen. Der sieht mir relativ voll aus. Oder gut gefüllt. Wie viel haben wir denn da? Könnt nachgucken. Wir haben 70 da, okay. Ja, 64.000. Ich glaube, da können wir mal demnächst auch mal wieder ein bisschen was von dem wegbringen. Oder auf die Felder schmeißen. Er ist gerade ziemlich ruhig. Zu ruhig. Ja. Das geht hier aber nicht. Ich fahre hier gerade in unsere Halle rein, wo unsere Sämaschinen und so weiter drinstehen. Und hier steht ein Flug. Ladewagen unten 6R komplett mit Patina überzogen, also komplett dreckig. Das geht aber nicht sein, Leute. Doch. Nämlich diese Maschine ist sauber. Ich bin gerade im Shop und schau nach einem Miststreuer. Was ist das? Dann habe ich einen schönen von Samsung gefunden. Schau auf den Preis und auf unseren Kontostand. Minimum das Doppelte brauchen wir noch. Was ein Dünger, eine Mischstreuer meinst du? Was sind denn? Da. Ich hätte den Samson genommen, den größeren. Ja, den. Kann man das. Ja, der war halt die zwei für unterschiedlich großen Reifen hat halt eben. Genau. Ja, 22.000 Liter ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Dann hat jetzt auch noch nicht im Einsatz. Weiß jetzt nicht, wie sie da verhält, aber man müsste eigentlich sich wie jeder andere auch verhalten. Aber sieht mal relativ neu oder anders aus. Hat auch den Kuhn im Auge, aber ich finde den irgendwie. Der Kuhn, für zwei Reifen schaut der zu groß aus. Zu klein. Also, das Ding ist zu klein und die Reifen zu groß. Also, nee, und es sieht auch. Und es ist irgendwie. Der schmeißt er, glaube ich, nach irgendwo seitlich raus, oder nicht? Doch. Echt? Ja, weil der hatte diese zwei Wellen in der Mitte, also der lässt es nicht normal hinten raus, sondern der schmeißt es entweder nach links oder rechts. Echt? Ja, warte, ich glaube nach links schmeißt das, weil da hat er, oder nach rechts, da hat er nämlich auch Zylinder. Ja, und der Strautmann ist halt
Standard normal, ne? Oder wir gucken einfach mal, ob wir noch einen schönen Mod mit draufnehmen zum finden, ob wir einen schönen Mod finden. Warte mal, was habe ich denn jetzt? Oh Gott, nein, 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 hallo, hallo, hallo. Was habe ich denn jetzt da hinten dran eigentlich? Das habe ich jetzt auch noch gar nicht gefragt, was soll ich denn eigentlich ansehen? Oh Gott, da war ein Savi. Wo du ansehen sollst, Nee, nicht wo, das weiß ich, aber was? Haben wir noch nicht geklärt. Ja. Also Häckseln, ja, hatten wir erst, glaube ich. Ja, hatten wir erst privat, also. Und wir wollen ja den Bogen. Ich bin ehrlich gesagt für Raps. Ja, hatten wir glaube ich tatsächlich noch so gut wie nie. Wie sieht's denn mit Preis aus? Ich glaube, da ist auch nicht allzu schlecht Raps. Nein. Ja, aber irgendwie... Tausender Preis sinken, ja. Bisschen das Raps. Vor der Mähweg, das schaut nicht so gesund. Bist du denn eigentlich? Bist du noch am Hof? Nee. Nee. Das vor der Mähweg war irgendwie gerade in dem Zaun. Genau. Ich bin einfach mal weitergefahren. Mhm. Ah, ich hab das Mähweg wieder. Was haben die Schilder denn die Kollision? Kann doch nicht sein hier. Muss ich jetzt ernsthaft. Ja, tut mir leid, aber ich muss ein bisschen auf den Gehsteig rauf fahren, sonst komme ich hier nicht. Komm so auch nicht rum, ne? Nee. Ich fahr ganz kurz in das schon seit Jahren bestellte Weizenfeld rein. So. Ich hoffe mal, wir haben noch was im Lager an Dünger, aber ich glaube schon. Warte mal, da stelle ich schon gleich mal einen Raps. Sonst vergesse ich es schlussendlich wieder. Nee. Ah doch, da Raps. Ich glaube, ich habe ihn einfach schon überklickt. So, Deckel auf. Wir haben gelernt, genau unter den Trichter fahren, sonst funktioniert das nicht. Und es funktioniert auch nicht. Was ist immer. Vielleicht zu optimal, ich muss dann nochmal eine schöne Fahrt ernsthaft. Das kann doch nicht sein hier. Aber gut, was macht denn nicht alles? So, stopp! Dünger brauche ich, genau. Perfekt. So, dann heißt es gleich mal auf die 5. Stimmt, jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, wir haben neue Fell gekauft, ne? Jupp. Die 5, ich glaube, da war tatsächlich Mais drauf, da haben wir auch schon ein bisschen was gemacht. Das lagert alles bis jetzt an der BGA, da können wir ganz kurz hingucken. Einfach der Bankette steht auch noch. Warte mal. Wieso läuft das Ganze? Ich glaube, den muss ich mal anschalten hier. Nummer 1 an. Muss man die auch anschalten? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Ist auch an, passt. Nächstes ist auch an und ganz letztes ist 3000 oder für sonstiges. Ich glaube, ich muss ein bisschen hinterfahren. Ich glaube, der sammelt hier nichts mehr auf momentan. Ah! Hm? Man hätte es auch vielleicht mal einschalten können. Das war doch hart. Hast du angeschaltet, oder? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle habe ich jetzt das Förderband eingeschaltet. Ja, ich sehe es, es läuft auch. Blub. Doch, passt. So warte mal. Glück wieder. Ja, die Synchro ist wieder erst hier gewechselt und ein bisschen Weizen läuft. Ja, ich sitze jetzt zweimal mit, das haben wir denn, sieht man jetzt nicht mehr, aber das ist 37% gegärt und da drüben haben wir 23%. Also es ist, glaube ich, ist es eine Million, was da drin liegt? Glaub nicht, oder? Ich glaube, es ist 700.000. Ja, vielleicht eine halbe, eine ganze nicht, ne. Ja. Wenn dann gucken, sehen wir es ja dann, wenn wir es öffnen. So, da ist man fängt, Motor ist natürlich ausgegangen, ist ja klar. So, dann heißt es für mich aber auf die 5. Und Raps ansehen. Ich bin ganz gemütlich hier. Mein. Ich tue
Gemütlich am Kalken. Hilfe, da wollte ich tauchen. So. Gucken, dass ich vorne den Zaun hier wegramme hier. Und damit schmeiße ich es rum um die Kurve. Ja, geht. Der passt. Aber da kommt eine. Ja. Oh, ich bin noch rechtzeitig rausgekommen. Wer hat denn den Zaun da so blöd hingesetzt? Der war vorher noch nicht da, ey. Philipp? Ja? Was kann die Federstedt alles ansehen? Die Federstedt, die kann, also... Also alles, kann, was halt, wenn man keine Einzel kommt, braucht die Mais und so weiter. Ja. Also Rapskanse und so weiter, also. Und wenn du dann fertig wärst auf der 30C, wie könntest du gleich auf die 40 rüber düsen? Oh Gott, das kann ich 3 km/h holen. Ist aber dann auch egal, ob du Fahrspuren machst oder nicht. Wäre toll, wenn du den kleinen Adel nehmen könntest und dem, oder, nee, nimm den Unimog, der hat Pflegebereifung drauf. Dann fahrst du nichts kaputt. Hat der Unimog Pflegebereifung? Ja, der Unimog hat Pflegebereifung drauf, ja. Tschüss, ja moin. Weil da könntest du... Ja, stimmt, genau. Verstehe ich alles so schlecht. Also was soll ich nochmal machen, Philipp? Mit dem Unimog statt deinem Vent die 40 nochmal kalken. Ah. Jo, mach ich. Weil der hat Pflegebereifung drauf. Und soweit ich weiß, kann das euer Vent, dein Vent nicht. Pflegebereifung müsste eigentlich schon können, aber müsste er natürlich umkonfigurieren. Und Umhänge geht schneller ab. Ja. Kannst du mir vielleicht den Unimog herrichten? Was ich da anhängen kann? Der steht am Hof. Bereit. Alleine? Alleine. Oder anhängen? In der Garage. Jo. Dann schnapp ihn mir, wenn ich mit dem Kalken fertig bin. So, da. So, das ist super optimal, aber ich fahr jetzt erstmal vorgewendet. Hm? Ach, ich muss ein bisschen dran sein. Stimmt. So, die ersten Rapspflänzchen werden in den Boden gesetzt. Ja, das funktioniert. Wenn man eine Direktsaat dann passt. Mit welcher bist du unterwegs? Flug mit der Horsch? Jo. Okay, passt. Wo mal denn auf die 30 drauf? 30. Boah, da wo ich kalke. Das hat man denn schon länger nicht mehr. So, ja, Brunnen haben wir auf Feld 7. Ja, und das auf fällt raus. Der 16 glaube ich auch, oder? Der 16 auch, jo. Okay, also Sojabohnen sind wir dann schon mal versorgt. Auf die 40 wird wahrscheinlich wieder, Die 40 wird dann meist drauf. Auf die 40 wird dann, Ja, wollen wir dann auf die 30, Sonnenblumen machen? Nein, das hatten wir schon so oft auf der 40. Stimmt. Was hatten wir denn noch nicht? Oder mach mal Standard Hafer. Ja, Hafer glaube ich dürfte ja ganz gut Geld geben. Wieso da ist Hafer? Hafer gibt ganz gut Geld und auch Stroh, also kann man alles verwenden. Ja, aber Stroh haben wir tatsächlich noch ein bisschen was, aber ein bisschen mehr Stroh ist immer gut. So, vorgewendet. Philipp? Dürfte reichen, passt. Baby? Philipp, ich bin jetzt unterwegs zum Umhängen. Ja, passt. So, jetzt fahren wir hier. Fahren wir gerade zurückwärts, dann können wir nämlich einen GPS-Kurs machen. Für das Fluss ein Projekt ist, schaue ich eher auf die Felder wie er irgendwie. Ich bin am Wahnsinn, ich frage euch nur. Also. Ja. Habe ich weniger zu machen, was? So. Vielleicht. 6-7 kann das sein. 6 Meter hat es, aber 6-7 hat es glaube ich nicht, oder? Jetzt nachgucken. Kann Ding-Modus wechseln zu Schwadablage. Breitablage, aber da passiert nichts.
6 Meter, das passt. Hey, hast du? So, mal kurz vorwärts. Sebi. Jetzt kommt aber halt drauf an, ob welches Mehlwerk du hast. Nämlich das vom Glas DLC. Wenn du Schwaderblage anmachst, da ist die Mähung schöner und die Breiterblage. Bei der Breiterblage. Der tut dir das nicht so schwarz zusammen mähen, der macht nur die Ablage schöner. Das Problem hatte ich selber schon mal. Was ist mit dem Kercher? Sehe ich's auch, ja, stimmt. Was ist mit dem Kercher passiert? Wieso? Wieso, der steht ganz normal am Ding, normalerweise. Nein. Ich bin nicht drin. Er liegt. Also wo ich rausgefahren bin, stand er noch da. Bin vor dir raus, Flo, also. Ich bin beim Unimog. Beim Ölrettich kann man einfach drüber kalken, weil der wird dann untergepflügt, würde ich sagen, oder? Braucht er unterpflügen oder braucht man einfach nur mit der Direktzeit drüber fahren und dann ist er weg? Würde er auch gerne, aber pflügen bringt mehr. Okay, dann fährst du mit Pflügen drüber. Ja, man, den Tiefen locker, das passt. Wieso roll ich denn so schnell rückwärts? Warte mal, Vorwände. Ich kann die Belohnung auch mal drauf machen, die Umfeld brauche ich sehr nett. Mehlwerk hat nicht so gesund ausgeschaut. Front? Ja, aus dem das vordere, ja. Und Philipp? Ja. Bei mir hat es nicht so gesund ausgeschaut, als ich auch gerade beim Hof rausgefahren bin. Also okay. Bin jetzt sehr auf die Füße. Der Sojabohnen riechen gut. Also sie sind im Wachstum, die Sojabohnen auf Feld 16. So. Das ist tatsächlich jetzt wieder die erste Aufnahme nach deinem Urlaub, wie war's denn? Angenehm. So, Pist. Wieso müssen wir Ölrettich kalken? Hätten wir davor machen müssen, aber daher, dass er eh nach der nächsten Wachstumsstufe untergepflügt wird, ist es nicht. Ist es egal, ob man jetzt oder später kalken. Nur sehe halt nicht, wo ich jetzt gekalkt habe. Kannst du auf GPS einrichten? Wenn es ein Spieler einrichtet, bleibt es dann auch? Ja, ich mach's. Jo, danke. Das ist damals wie auf Hofberg, man mit Ron und Boxen. Steht ein Fan mit Rundumleuchten an. Ich mach die mal aus. Echt Motor aus, perfekt. Ja. 17,33 kann ich stimmen. Ganz kurz nach. Hier, ob das lübt, das sieht gut aus. Was ist denn noch? Was abgehört passt. Oh, die 7 und die 16 sind bald reif. Ja, passt. Okay. Wieso ist jetzt der Helfer reingegangen? Keine Ahnung, ich hab's auf jeden Fall mitgekriegt, dass der Helfer reingegangen ist.
Bahn auslassen, hier müssen wir wieder rein. Senken. Passt. Muss ich den Kurs noch kurz drehen? Okay. Die Arbeitsbreite stimmt irgendwo nicht. Lass es, ich fahr. Da habe ich einen Fassatz drin. Oh. So. Wenn ich helfen soll, einfach sagen. Ja. Hallo. Das hört sich nicht so ganz gut an da drüben. So Knoll. Perfekt, einmal rausgetappt. Knoll. Ich fahre eigentlich auf Kalk, aber meine Reifen werden nicht weiß, sondern braun. Läuft. Jetzt hat passt. Wie sieht's denn eben? Hier. Kurz erklären, wie krieg ich den GPS an? Alt X. Ja. Dann ist es an. Und du machst es auch wieder aus. Ausgeht es automatisch, wenn man einlinkt. Oder das, ja. Aber halt erst nach einem bestimmten Lenkanschlag. Hat die ja jetzt schon einen GPS-Kurs. Sobald die weißen Pünktchen grün geworden sind, ist der GPS-Kurs drinnen, ja? Ich will ja nicht malen. Da musst du Alt C, Alt S drücken und dann Säge Linien oder bloß Alt C eigentlich. Alt C müsste erreichen. Dann drück dann einfach Steuerung S und dann. Steuerung S und dann zeige ich Linien an. Die Linien sind nicht grün. Ja, die Mitte. Da musst du Alt X drücken. Also links und rechts ist orange und in der Mitte ist halt eben grün, wenn es an ist. Jetzt kann ich mit GPS arbeiten. Ich muss es mir halt Philipp immer einstellen. Dann geben wir dir dann noch einen genaueren Kurs mal. Philipp, hast du die Feldinsel nicht mit eingerechnet für den GPS-Kurs? Fahr halt einfach dann außen rum. Da muss ich halt leider außen rumfahren, das ist halt irgendwie. Das kannst du auch nicht einstellen, also. Sorry, aber das geht halt leider nicht. Ich weiß gar nicht, funktioniert es eigentlich nicht mit dem GPS-Kurs? Ja, oder? Du musst schon halt so einfahren. Ja. So, nur noch ein. In echt musst du halt wirklich mit der Arbeitsbreite drumherum fahren. Aber normalerweise macht man sowas auch bei Windstille. Da drüben ist ein Fend. Meiner? Ah, da Hajo! Ach lol, das ist ja direkt neben unserer Wiese.
Wurde auch ein bisschen gekalkt, glaube ich. Hallo? Oh, der will mich besuchen, hallo! Zum Glück fährt er da, wo schau mal, vielleicht kann ich driften. Nee, geht nicht. Nee, funktioniert nicht. So, jetzt habe ich erstmal vergessen, überhaupt den Kalksteuer anzuschalten. Das ist die Voraussetzung. Ja. Start mit der Fahrer selber machen. Der Deutschen Bahn hätte ich gesagt, du bist dabei. Hey! Vergleich mich jetzt nicht mit der Deutschen Bahn. Nein, ich doch nicht. Ich glaube, der Kalksteuer ist jetzt leer. Der Kalksteuer ist leer und die Folge ist auch schon wieder vorbei, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ja, jetzt kommt nochmal sein Spruch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch euch auch keinen Cent und hilft uns sehr. Da unten unter dem Video ist auch noch ein roter Button. Den müsstet ihr grau machen und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Jo, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Mittwoch und bis zur nächsten Folge. Haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.